Paul Biedermann erobert Barcelona, aber als Tourist und nicht als Schwimmer bei den hier ausgetragenen Weltmeisterschaften. Auf den ersten Blick enttäuschend für den Ausnahmeathleten, aber Biedermann nimmt es sportlich und sieht es einfach mal ganz anders beim Sightseeing. Das ist natürlich was ganz Besonderes, mal nicht einen Wettkampf zu haben in einer so schönen Stadt wie Barcelona jetzt zum Beispiel, dass man auch mal was sieht, dass man auch mal ein paar Sehenswürdigkeiten, weil sonst ist man ja immer im Wettkampf drin und dann ist man auch fokussiert. Und wenn ich zum Wettkampf fahre, dann bin ich da auch wirklich dann eine Woche auch nur auf meinen Wettkampf fokussiert und da kann ich rechts und links gar nichts wahrnehmen. Und jetzt hier das einfach mal zu erleben, ist natürlich sehr schön. Paul Biedermann nutzt seine freie Zeit aber nicht nur für sich, sondern auch für andere. So unterstützt Biedermann den deutschen Schwimmnachwuchs. Die Jugendlichen profitieren von den Tipps des vierfachen Weltmeisters. Und Paul fühlt sich an die eigene Kindheit erinnert. Ich war damals auch auf Hilfe angewiesen und an mancher Stelle hätte man sich vielleicht gewünscht, jemanden, an den man sich wenden kann, einfach auch um Erfahrungen auszutauschen oder was kann ich denn machen, welches Fettnäpfchen könnte ich denn am besten auslassen oder wie bereite ich mich auf meinen höchsten Wettkampf vor, gerade wenn man mit der Nationalmannschaft unterwegs ist. Manchmal hilft es, wenn einfach einer sagt, guck mal, ich habe das so und so erlebt, das kann vielleicht so kommen und diese Art hat mir geholfen. Heute ist er ein Star zum Anfassen. Gemeinsames Kochen mit seinem Nachwuchsteam, das ist keine neue Erfahrung. Denn auch daheim bei seiner Lebensgefährtin Britta Steffen ist Paul am Herd zu Hause. Ich bin fürs Kochen zuständig, das heißt einkaufen, Essen zubereiten und dann auch Abwasch. Und Britta macht zum Beispiel Wäsche waschen. Also wir haben uns da ganz gut eingeteilt und haben dann auch Spaß. Und jeder hat seine Aufgaben und dann haben wir auch einen schönen, ordentlichen, geführten Haushalt. Aber sein Lieblingselement ist und bleibt das Wasser. Er arbeitet hart an seinem Comeback. Olympia 2016, das ist sein großes Ziel. Mein Traum ist natürlich noch mal die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro. Ich glaube, dass es von der Atmosphäre und auch vom ganzen Drumherum etwas anderes wird. Ich denke, das wird eine runde Sache. Und für mich persönlich einfach dort einen versöhnlichen Abschluss zu finden, weil dann kann ich definitiv sagen, nach diesen Olympischen Spielen werde ich dann auch meine Karriere beenden. Daran möchte man heute aber noch gar nicht denken. Und hoffentlich sehen wir diesen sympathischen Paul Biedermann bald wieder im Wasser, statt eben nur am Wasser.